By the power of bacon. Achtung, für den folgenden Beitrag empfiehlt es sich, einen Aluhut aufzusetzen. So, liebe Leute, in diesem Video soll es mal darum gehen, ist Fleisch wirklich krebserregend oder nicht? Die WHO hat es eingestuft als möglicherweise oder wahrscheinlich krebserregend, also bewiesen ist noch nichts. Es ist halt nur in diesen Kategorien eingeteilt worden. Dabei ist aber auch gesagt worden, dass verarbeitetes Fleisch schädlicher ist als rotes Fleisch per se. Aber vom weißen Fleisch ist zum Beispiel auch nicht die Rede. Also müsste ja rein theoretisch auch aus veganer Begründung her, dass die WHO das eben gesagt hat, müsste ja rauskommen, dass weißes Fleisch, also Putenfleisch etc., dass das ja im Endeffekt gesund ist und nichts gegen gesundheitliche Gründe spricht, das zu sich zu nehmen. Naja, weiterhin habe ich mich natürlich jetzt auch mehrere Wochen mit dem Thema immer wieder beschäftigt, jeden Tag immer wieder mal neue Sachen gelesen aus verschiedenen Richtungen, Befürworter, Gegner etc. und habe jetzt hier so einen Zettel mit ein paar Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, wo doch am Ende rauskommt, dass das Ganze doch ein bisschen mehr, kritisch betrachtet werden sollte, was da rausgekommen ist. Und gleichzeitig möchte ich euch hier ein Video vom SWR drunter verlinken, dass ihr euch bitte auch nochmal anschaut. Da geht es jetzt nicht um den Fleischkonsum per se, sondern um die ganzen Ernährungsrichtlinien, die eben von öffentlichen Stellen auch gemacht werden. DGE ist hier in diesem Video der Fall, aber das kann man eben auch übertragen. Schaut euch dieses Video auch bitte an. Das geht nicht lange und vor allen Dingen der Schluss, warum die DGE und so weiter an solchen Ernährungsmythen festhält, dass zum Beispiel gesättigtes Fett schlecht ist, obwohl es dafür überhaupt keine Beweise gibt, keine Studien gibt, gar nichts, das wird da erklärt, schaut euch das an. Kommen wir jetzt zu der WHO-Studie, dass Fleisch krebserregend sein soll oder das natürlich so vorgetragen wird. Erstmal muss man wissen, dass das Ganze natürlich überhaupt gar kein wissenschaftliches Dokument ist oder so, sondern einfach nur ein politisches Dokument sozusagen. Also es sind einfach nur Richtlinien, Empfehlungen, die dort getroffen werden von einer Gruppe von Menschen, die sich aber auch nicht unbedingt tagtäglich mit der Sache oder der Materie jetzt auseinandersetzen müssen. Dann gibt es verschiedene Länder, die eben verschiedene Richtlinien auch haben. Das heißt, das Ganze sieht dann in Norwegen oder was weiß ich nicht war, wo ganz anders aus. Da wird dann zum Beispiel nicht davon abgeraten. Und deshalb kann man sich natürlich jetzt auch die Organisation quasi raussuchen, die gerade zu einem persönlich passen. Eben auch in dem Video könnt ihr euch natürlich auch mal angucken. Was ist jetzt aber generell dabei rausgekommen? Es ist so gewesen, dass zum Beispiel von einem von wirklich 23 Krebsexperten im November 2013, die sich zusammengetan haben aus 8 Ländern, die haben eben das gleiche untersucht, gerade auch auf Darmkrebs bezogen. Und sie haben selber gesagt, dass es keinen Zusammenhang gibt, also wirklich Krebsexperten, die sich tagtäglich damit beschäftigen, dass sie keinen Zusammenhang finden konnten zwischen Fleisch und Darmkrebs. Und sie sagen auch selber, dass es nur unklare epidemiologische Studien gibt und überhaupt gar keinen Mechanismus biologisch gesehen oder biochemisch gesehen dafür bekannt ist, der jetzt Krebs auslösen könnte durch das Fleisch. Man weiß generell über Krebs relativ wenig. Man kann nur Korrelationen machen, was hast du vielleicht gegessen insgesamt etc., bist du Raucher, aber wirklich einen Mechanismus im Körper, den kennt man einfach noch nicht so wirklich. Dazu unten auch die Studie zu PubMed, wo das gesagt wurde. Dann hat die WHO, und das ist aus vielen verschiedenen Quellen wirklich auch belegt, also könnt ihr euch gerne darüber informieren, die haben hauptsächlich nur Studien rangezogen, die eben ein Anti-Fleisch-Ergebnis quasi befürworten und haben neutrale oder positive Studien in diesem Falle oder negative Studien, wo nichts rausgekommen ist, eben nicht mit einbezogen. Also sie haben ganz schön Cherry-Picking betrieben, was die Studienauswahl betrifft. Dann beruhen diese Empfehlungen eben fast ausschließlich auf
Epidemiologische Studien, welche wissenschaftlich gesehen, also wer sich wirklich Wissenschaftler nennt und so weiter, der weiß das oder studiert hat und eben solche Sachen dann auch im Studium hatte, der wird wissen, dass diese keine wirkliche wissenschaftliche Aussagekraft haben, sondern nur als Grundlage dienen, quasi um dort weiter nachzuforschen, um Studien anzuführen. Also wenn ich jetzt eine Korrelation zwischen irgendwelchen Sachen habe, dann mache ich darauf basierend eine Studie und versuche das dann entweder zu widerlegen oder zu belegen. Dann gibt es nur, und jetzt kommt der Hammer, von diesen ganzen 800 plus Studien, die sie halt hatten, nur 6 Studien, die wirklich experimentelle Studien waren, die einen möglichen Zusammenhang zwischen Darmkrebs und Fleisch gefunden haben. 4 von diesen 6 experimentellen Studien wurden von derselben Gruppe aus Forschern gemacht. Ist schon irgendwie klar, dass da irgendwas in dieselbe Richtung natürlich auch geht. 3 von den 6 Studien wurden an Ratten durchgeführt, die mit einem krebsfördernden Mittel eben gespritzt worden sind und wo auch noch, habe ich das hier hinten nochmal dran? Ja, ich glaube, das kommt nicht mehr. Auf jeden Fall diese Rattenstudien, die gemacht worden sind, die haben erstmal natürlich ein karzinogenes Mittel bekommen, was eben Krebs auslöst, damit das Ganze noch schneller geht. Und sie haben aber auch gleichzeitig zum Beispiel Calcium entzogen bekommen. Und man hat eben dann auch im Endeffekt auch herausgefunden, dass eben zum Beispiel ein Calciumentzug das Ganze noch weit fördern kann. Und das hat nichts mit der Realität zu tun, das hat nichts damit zu tun, wie wir Menschen uns dann ernähren und kann auch so überhaupt nicht übertragen werden. Also, 3 von den 6 Studien waren also Rattenstudien, 3 von diesen 6 Studien, die wirklich ein bisschen mehr Aussagekraft haben, waren dann Menschenstudien mit aber einer sehr geringen Anzahl an Teilnehmern überhaupt. Und diese Studien hatten auch einige Mängel und benutzten veraltete Biomarker zum Beispiel oder hatten überhaupt gar keine Kontrollgruppe. Also diese 3 Menschenstudien, die dann da wirklich Aussagekraft hätten, sind noch nicht mal richtig aussagekräftig gemacht worden. Heißt also, dass die WHO im Endeffekt nur eine Theorie aufstellt, die aber sehr kontrovers auch diskutiert wird, natürlich auch von der Fleischindustrie, ganz klar. Wenn mir jemand erzählen würde, morgen, was weiß ich, Laufen wäre ungesund oder so, dann würde ich natürlich auch, weil ich eben das Laufen selber mache, propagiere etc., würde ich natürlich versuchen, dagegen zu wirken, wenn es dafür nicht wirklich Beweise gibt. Und da ist die Fleischindustrie natürlich dann auch logisch mit dabei, ist doch wohl klar. Wenn morgen rauskommen würde, dass, was weiß ich, Tofu oder Gemüse auf einmal schlecht ist oder das Glyphosat auf den Feldern krebserregend ist, weil du das mit deinem Gemüse aufnimmst. Ich bin mir sicher, dass dann Veganer, Vegetarier Sturm laufen würden gegen diese Studie, die dann rauskommt und alles versuchen würden, um das Ganze irgendwie umzudrehen. Von daher, ne, ihr wisst Bescheid. Immer auf dem Teppich bleiben. So, hier seht ihr auch nochmal das Bild von diesen Ratten quasi. Wie viele Studien wirklich davon jetzt auch Aussagekraft haben, wie viele es insgesamt gibt und wie viele dann im Endeffekt davon wirklich rangezogen wurden, um den Leuten dann wirklich zu zeigen, Fleisch könnte krebserregend sein. Es gibt keine wirkliche Untersuchung oder einen Beweis, ob rotes Fleisch überhaupt krebserregend ist. Bei verarbeitetem Fleisch kann man zum Beispiel auch die Inhaltsstoffe dann heranziehen. Die Tripökelsalz oder irgendwelche anderen Zusatzstoffe, Aromastoffe etc., die dafür verantwortlich sein können. Aber das rote Fleisch per se ist es eben nicht, auch nicht in verarbeiteter Form. Insgesamt wurden 16 Krebsarten untersucht. Man hat sich aber nur auf die eine Krebsart, nämlich den Darmkrebs, dann fokussiert. Und zu den anderen Krebsarten gibt es nämlich auch überhaupt gar keine Beweise, Korrelation, wie man das nennen möchte. Es wurden insgesamt 800 Studien untersucht
Untersuchen kann ich sehr viele Studien, wenn die aber nichts mit dem Thema zu tun haben, ist das natürlich nicht so gut. Davon wurden von der WHO selber nur 29 als informativ für rotes Fleisch eingestuft. Also um überhaupt eine Aussage über rotes Fleisch treffen zu können, wurden 29 von 800 Studien überhaupt als brauchbar herausgesucht. Also diese 800 Studien, die untersucht worden sind, sind zwar untersucht worden, aber davon sind dann 760 insgesamt oder 750 überhaupt nicht brauchbar. Also was sagt mir diese Zahl 800 dann aus? Von diesen 29 Studien für rotes Fleisch assoziierten gerade mal 14 ein überhaupt mögliches Risiko. 15 davon aber nicht. Und die wurden zum Beispiel nicht mit einbezogen in die Empfehlung am Ende. Von den 800 Studien gab es nur 27 Studien, die irgendwas Informatives zu verarbeitetem roten Fleisch quasi aufzeigten. Davon 18 positiv und 9 davon zeigten überhaupt nichts aus. Also, es gibt genauso Studien dafür wie dagegen. Wenn ich aber nur die Studien dafür quasi nehme, ist die ganze Sache natürlich dann eine einseitige Sache, würde ich sagen. Generell, wie auch in dem Video gesagt, schaut euch das Video an nochmal. Epidemiologische Studien sind keine Experimente und stellen nur Korrelationen dar. In dem Video wird zum Beispiel auch aufgezeigt, wie durch, ich glaube, Käsekonsum oder was auch immer das jetzt war, korreliert mit Strangulationen im Bett oder wie das da aufgezeigt wurde. Totaler Blödsinn, solche Sachen überhaupt dann heranzuziehen. Also sie stellen nur eine Hypothese auf. Die WHO zitiert sogar selber aus einer Studie, wo gesagt wurde oder wo noch extra betont wurde, dass im Gegensatz zu den Studien es keine experimentellen Studien gibt, die einen Zusammenhang wirklich belegen. Also die widersprechen sich dann selber mit ihren zitierten Studien im Endeffekt. Genauso war es damals bei den Eiern. Auf einmal war Cholesterin total schlecht. Und warum? Weil irgendein Wissenschaftler eben falsche Daten rausgegeben hat. Da hat natürlich auch die Eierindustrie, die ist natürlich auch Sturm gelaufen, weil es eben viel mehr Studien oder auch jetzt ganz neue Studien eben gibt, die aufzeigen, dass das Cholesterin aus der Nahrung und den Eiern eben überhaupt gar keine Auswirkung hat. Und dementsprechend ist es natürlich logisch, dass man da gegenwirkt. Auch wenn jetzt vielleicht 90% der Studien von der Eierindustrie finanziert worden sind. Wen anders interessiert es denn, was dabei rauskommt am Ende? Wer sollte denn eine Studie finanzieren, die ihm am Ende auch überhaupt nichts bringt quasi? Und ich gebe doch kein Geld für irgendwas aus, was ich dann nicht auch benutzen kann. Und deshalb ist es doch auch logisch, dass die Eierindustrie oder die Fleischindustrie eben dementsprechend auch Studien finanziert. Ob die Studien dann natürlich gut gemacht sind und ob die in eine Richtung geht, das ist eine andere Sache. Aber wenn die einigermaßen gut designt ist und wenn da keine negativen Ergebnisse rauskommen, dann kann man die auch benutzen. Ganz einfach. Und wenn man sich dann die Negativstudien anguckt und dabei auch rausgekommen ist, dass die Leute eben Blödsinn gemacht haben, dass sie Daten unterschlagen haben, dann kann ich die Studie genauso wenig benutzen. Also insgesamt, nochmal zusammenfassend, waren nur 6 Studien überhaupt brauchbar, 3 davon an Ratten, was wiederum nicht auf den Menschen übertragen ist. Die wurden auch noch gespritzt, damit sie schneller Krebs bekommen. Also wenn wir wirklich 6 Studien nehmen, wo das eben nicht gemacht wurde, haben wir auch 2 Menschenstudien dabei und eine Studie, wo es an Ratten und an Menschen gleichzeitig untersucht wurde, sozusagen. Tja, was kann man am Ende sagen? Eben, dass es immer noch keine Studie, kein Beweis einfach gibt, wo gezeigt wurde, dass Fleisch krebserregend ist. Ganz einfach, gibt's nicht. Zeigt mir eine Studie, wo das wirklich bewiesen wurde,
wirklich mit einer Studie, keine Korrelation, keine China Study, sondern wirklich eine Studie, wo gezeigt wurde, dass Fleisch eben krebserregend ist. Ein schönes Fazit habe ich auch noch so gefunden. Menschen suchen nach Gründen, Fleisch zu vermeiden. Menschen suchen nach Gründen, Fleisch zu essen. Und am Ende ist es eben deine eigene Entscheidung, was du daraus machst, ob du das Fleisch essen möchtest, aus welchen Gründen auch immer. Krebserregend, ja, ist es eben nicht. Und von daher würde ich sagen, ist das Ganze eine sichere Sache. Außerdem ist in diesen Studien, was man eben auch bedenken muss, auch es gibt ja einige Leute, die jetzt zum Beispiel ranziehen, dass damals in irgendeinem Gefängnis oder so, habe ich irgendwo mal gehört, dass dort Leute mit magerem Fleisch halt gefüttert worden sind über 2-3 Wochen und die dann krepiert sind. Mageres Fleisch isst man normalerweise auch nicht in der Natur, sag ich mal. Da isst du das, also von den ganzen Völkern, die es so gibt, die sich eben nur von Fleisch ernähren, isst man eben das ganze Tier. Zum Beispiel die Ureinwohner Sibiriens, die essen das ganze Rentier. Und das sogar roh. Und die können sogar roh verdauen. Komisch, ne? Obwohl doch immer gesagt ist, man kann kein rohes Fleisch verdauen, etc. Die essen das einfach roh. Schaut euch die Leute an. Die leben lange, die sind die ganze Zeit, das sind Wandernomaden, glaube ich, die sind kilometerlang unterwegs jeden Tag und haben ihre große Rentierherde dabei, schlachten das Vieh, essen das komplett auf und haben keine Probleme mit irgendwelchen Vitaminmängeln oder sonst was. Kerngesund die Leute noch. Heißt also, wenn ich jemanden mit magerem Fleisch fütter, wo kein Fett drin ist, wo dann auch natürlich eben auch Vitamine fehlen, wo keine Innereien wie Leber oder so drin ist oder Herz oder was auch immer, ist doch klar, dass die Leute irgendwann draufgehen, weil dann natürlich bestimmte Sachen auch fehlen und gerade auch die Fette in der Ernährung. So, so viel dazu und soll euch einfach nur zum Nachdenken mal so ein bisschen anregen, dass es eben immer eine Gegenseite gibt und dass man nicht unbedingt alles per se sofort glauben sollte, weil, ich habe es ja gesehen, sofort nachdem diese Meldung halt rauskam, bam, auf jedem beschissenen veganen YouTube-Kanal hörst du die gleiche Scheiße. Ja, endlich, Fleisch ist krebserregend. Aber die können ihr Gehirn halt nicht wirklich einschalten, denke ich mal. So, und deshalb meine Gegenseite, könnt ihr euch natürlich selber alles anschauen, ein paar Sachen habe ich euch drunter verlinkt. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wenn euch das gefällt, dann gebt doch einfach einen Daumen nach oben, also generell diese Auflistung etc., ob euch das gefällt, ob ich Fleisch esse oder nicht, das ist eine andere Sache. Da können wir gerne ein anderes Mal drüber reden, über den ethischen Aspekt. Ich verlinke euch auch übrigens nochmal ein Video drunter, zum Thema Ökologie nochmal, dass es eben gar nicht mal so schlecht ist, dass die Kuh vielleicht auf der Weide steht und schaut euch das doch bitte auch mal einfach an. Könnt ihr euer eigenes Fazit am Ende ziehen. Hört euch aber beide Seiten an. Das reicht für heute und ich wünsche euch was. Daumen nach oben, Kommentar unten reinschreiben, wie ihr die Sache vielleicht seht. Und ansonsten, irgendwann dürfen wir sowieso gar nichts mehr essen, weil eben alles irgendwie schädlich mit Pestiziden voll ist und hier und da. Also, nichts ist bewiesen. Deshalb empfehle ich auch immer noch weiterhin Fleisch. Esse es selber und hab keine Probleme. Bis dann, ihr lieben Leute.